Hallo Pokémon-Freunde, heute gibt es das erste Mal Kampfstile bei mir zu sehen, und zwar das Build-and-Battle-Kit mit 3 Preisboostern. Ich habe schon ein bisschen aufgemacht und konnte auch schon ein bisschen spielen. Octillery mache ich mal als zweites. Das erste war das Kinoso-Deck, was ich gezogen habe. Und das ist ganz nett, ne? Das ist eine Beschleunigung, oh, ich muss hier vielleicht zeigen, in die Kamera. Beschleunigung für Grasenergien. Also, dass man halt immer eine anlegen kann, immerhin aus der Hand. Man muss also erstmal in die Hand bekommen. Eine Draw Engine ist dabei, nämlich X-Bat und Golbat. Hier zieht man 2 bei der Entwicklung, hier zieht man 3. Und ja, mit Venuflibes kann man dann halt schön angreifen. Es ist aber mehr so ein Zufallsding. Oh, ich halte es schon wieder nicht in die Kamera. Ne? Also wirf 3 Münzen. Zum Beispiel Zenlong war in dem Ding mit drin, in dem Deck. Wirf so lange Münzen bis. Also er macht zwar ganz gut Schaden, aber es ist halt auf Münzwurf. Und Noctusca war immerhin 130 Schaden. Das ist ziemlich gut, ne? Also Caputuro, ne? Also im Mirror. Und Humanolith und so, die haben ja alle 130. Also der passt sehr gut, wenn man noch Finsternis-Energien mit dran hat. Gebot der Natur war 80 plus oder eben 160. Es gibt auch in Pre-Releases, ich weiß jetzt nicht, ob es hier dabei war, Phase 2 Pokémon, die 160 Hitpoints haben. Also das ist ganz nett, aber dafür wird man eben alle Energien los. Und wo legt man die hin? Auf den Ablagestapel. Das ist halt echt schwierig so. Also man hat auch hier nicht viel gesehen von fokussierter und fließender Angriff, weil das ist halt einfach nicht dabei gewesen. Oder ich habe die jetzt raussortiert. Oh, nee, das sind andere, die ich so gezogen habe, die gehören gar nicht in das Deck. Also, da hat man jetzt von der neuen Spielmechanik noch nicht ganz so viel gesehen. Anders war es eben im Octillery-Deck, was ich gespielt habe, mit fließendem Angriff. Man kann halt einmal pro Zug, und man kann das nur einmal im Zug, also es hilft nicht, 2 davon zu haben, sein Deck nach einem fließenden Angriff. Karte, oder? Was steht da? Pokémon? Nee, Karte kann man suchen. Und das ist halt ziemlich gut, ja. Das zählt halt Connys Fokus dazu. Wenn man das zum Beispiel hat, ja, dann zählt die Energie dazu, ne? Das Stadion, gerade nach einem Wort gesucht. Die anderen Decks haben nicht zwangsläufig ein Stadion dabei. Wenn man das einmal drin hat, dann ist gut, ne? Man hat keine Rückzugskosten. Und man kann sich halt Wishu, also Linfu und Wishu immer raussuchen, die beiden. Und Wirbelpeitsche für 90, ne? 2 Energien, die legt man also an, einmal. Und dann hat man, das aktive Pokémon ist verwirrt, wenn man es nicht ausgeschaltet hat, ne, wenn es halt einer mit 130 war, und mische dieses Pokémon mit allen Karten zurück ins Deck. Und man kriegt es schon hin, das eben kontinuierlich, ne, also Octillery funktioniert leider nur einmal. So, also man braucht immer irgendeinen, den man aktiv hat. Ne, also was hier fehlt, ist ein Pokémon mit fließendem Angriff und was ein bisschen tanken kann, was man dann zurückziehen kann. Vielleicht hat man ein Pokémon V gezogen mit Glück und so, dann kann man das hier einsetzen. Oder wie, ja, ich sage eigentlich immer wie, ne? Irgendwie V klingt komisch. Dann mit dem und dann kostenlosen Rückzug, aber der tankt halt so lange, bis man halt die Sachen wieder gefunden hat, die man braucht, falls man eben mit dem Pokémon V nicht angreifen kann, weil die Kosten dafür zu hoch sind oder so. Ja. Interessant. Also auf jeden Fall habe ich da halt den fließenden Angriff schon mal kennengelernt und fand es von der Spielmechanik ziemlich gut. So, und eins darf ich noch aufmachen. Es ist Hundemorgen. Okay, sehr schön, sehr schön. Ah, cool. Der fehlte mir noch. Ich habe jetzt 3 von 4. Cool. Bleibt erstmal zu. Aber in die Booster guckt man natürlich rein. Das sind die 4 aus dem Kit und das sind, die man halt bekommen würde, wenn man spielt. Wenn man das jetzt online kauft, weil man nicht in so einen Laden kommt, weil man den nicht in der Nähe hat, preislich ist halt krass, ne? Also die Masse ist noch nicht angekommen, ne? Also die Leute, die die Packs aufmachen und die Karten dann vielleicht verkaufen wollen und so, das ist noch nicht angekommen auf dem Markt. Also es gibt noch zu wenig, die sind einfach noch zu teuer. Wenn die Karte hier 30 Euro kostet oder mehr, da kann man halt nicht so ein Display, also so eine Box für 30 Euro verkaufen. Da steht da, das geht einfach nicht. Cesurio, Reißer, Imantis, Pantymos, also geht nicht für jemanden, der sagt so, ja, ich bin jetzt rumgefahren, ich habe das besorgt und möchte das gerne jemand anders zugutekommen lassen oder so. Und derjenige, ein Wisho, okay, wart jetzt schon, Reverse und die Rare.
finde ich, ist halt so diese Arbitrage so rückwärts, so, also Sachen auspacken, ja, und aus den Einzelteilen dann mehr Geld holen, als man dafür bezahlt hat. Das funktioniert, also sollte, nee, aber den Code behalte ich, sollte so nicht sein. Eine Energie nach da hinten, Schwerthold. Okay, eine Full Art wäre nice. Sehr wohl, hatten wir schon drüber gesprochen, ne? Oh, ich muss nicht weiter hier. Utigaria, Fleckmon, Mankey, Sieba, Gramokles, ups, und da habe ich eine überschlagen. Palimpalim, Linfu, Miskat, ne? Also fast, naja, ganz schön schlecht. Und ein Amphira. Oh, jetzt muss ich die hier umtauschen, weil damit nachher immer hier schön gleichmäßig sortiert. Also, letztes Mal hatte ich jetzt ziemlich gut gezogen. Ne? Bei Farbenschock war unglaublich gut. Bisher hält es sich so in Grenzen. Ich habe hier die, nochmal Schwerthold, Wulauso, ich krieg's nicht über die Lippen. Ne? Urshifu, wie und wie Max in der roten Form. Also fokussierter Angriff. So, apropos fokussiert, ne? Also Hunduster und Hundemon habe ich in dem Set, die waren ja in dem Octillery-Deck mit drin, nicht einsetzen können. Nochmal einen Fleck mal in Reverse und hier haben wir den Humanolith, den ich schon mal besprochen habe. Die gehören nicht hier hin, die gehören hier hin. Ne? Also ist traurig, was in dem Kit ist. Und das bringt mich aber wieder zu dem Punkt, wo ich sage, so ein Kit jetzt für, weiß ich nicht, 50 Euro zu kaufen, um es dann aufzumachen, kann funktionieren, aber muss nicht. Ne? Aber so finde ich, wird die Energie einfach weggelegt. Das gibt es ja gar nicht. Man kann, und es ist immer ein Glücksspiel, ne? Kann aufgehen, aber muss nicht. Aber wenn halt die Promokarte schon den Hit ausmacht, sozusagen, dann muss ich halt irgendwo ausgleichen. So Luxio und Elevoltic. Also eine traurige Box, ne? Und deswegen, also wenn man den Preis kauft, aber warum, wenn ich aufmachen? Also ich finde, diese Dinger sind wirklich zum Aufmachen gedacht. Man kann die auch in seine Sammlung packen und sagen, hier, da, da. Hier, den Code gibt's, weil schon gesehen, dass wir was Schönes ziehen. Phonifras zum Beispiel, wunderschön. Ne? Was ist hier hinten Pfeife, vorne Feuer? Der, wenn er rankommt, ist gut. Ne? Wenn nicht, dann hat er eben Pech. Kramchef, das Camping-Set, Linfu, Knofenser, Mollung, Kramrux, Voldi. Preisbooster ist also offenbar Holt, Dukles und wir haben den Wulauso V-Max als fließender Angriff. Nice. Also wie gesagt, den fokussierten Angriff habe ich schon. Jetzt brauche ich noch den kleinen davon. Also Preisbooster gönnt schon mal. Macht er das wieder wett, was wir bisher nicht gezogen haben. So, fokussierter Angriff Energie konnte ich halt auch noch nicht wirklich einsetzen. In den Spielen bisher ein Levelball sehr gut. Also wow, habe ich schon. Suche ich auch in Gold, auf jeden Fall. Krebskorps, ups, und wieder einen überschlagen. Charmanian, Energieaufbereitung. Mische 5 Basisenergien aus dem Ablagestapel ins Deck. Hatten wir schon mal. Ist also mehr oder weniger ein Reprint. Sieht wahrscheinlich genauso aus. Und ein Despotar wie mein zweiter jetzt. Also den hatte ich auch in einem Kit mit drin. Ich glaube, den hatte ich auf dem Discord. Als wir es da aufgemacht haben. So im Discord-Livestream. Da war ein Despotar. Despotar dabei. Discord, wer noch nicht hat, ne? Für den Zuschauern kommt einfach rein. Link ist in der Videobeschreibung. Von Sammler für Sammler, sage ich mal. Wenn man fragt, was muss ich mir kaufen, um hier gut zu investieren jetzt, dann wird man wahrscheinlich gleich wieder gekickt. Luxio hat man schon gesehen. Und noch ein Wishu. Ja, also wenn man die vor seinem Spiel zieht, ne, jetzt haben wir zwei davon, dann hat man ein echt starkes, gutes Deck. So, für ein Pre-Release. So, kleiner Recap. Ne? Also für 7 Booster 2 Hits ist eigentlich nicht verkehrt. Eine geile Promokarte, die auf jeden Fall stark ist.
Und insgesamt finde ich, ist es nicht verkehrt. Die Frage ist eben mehr, was hat man für ein Angebot gefunden? Wo hat man es her? Konnte man das noch günstig kaufen oder musste man halt schon viel Geld dafür hinlegen? Weil eben der Markt gerade so ist. Ne? Alle sehen in der Vergangenheit, wie es halt abgegangen ist. Ne? Also wie die Boxen von Farbenschock weggehen. Ne? Das liegt natürlich daran, dass da Glurak drin ist. Ne? Deswegen sind die so teuer. Aber die Leute, die jetzt dazukommen, die neu dazukommen, denken halt, oh, das ist immer so. Ne? Also die Boxen, ich will die unbedingt haben, die werden mal schweineteuer und so. Werden die aber gar nicht. Ne? Die sind im Augenblick sind sie halt noch teurer. So, dann macht es Sinn, weil es eben davon noch nicht genug Karten auf dem Markt gibt. Aber wenn die jetzt alle ausgepackt sind und so langsam verkauft werden, die Preise runtergehen, dann macht halt auch der Preis für diese Boxen eigentlich keinen Sinn mehr. Ne? Höchstens, wenn man sie sich eben hinstellen und auf Ewigkeit sammeln will und irgendwann sagt, guck mal, ich habe hier noch aus dem Corona-Jahr, ne, aus dem 25-jährigen Geburtstags-Jubiläumsjahr habe ich da noch so eine Boxen. Die sind dann vielleicht mal was wert, so dann kann man sich die schon kaufen hinstellen. Zum Aufmachen und Spielen finde ich die momentanen Preise echt ungünstig, sage ich mal. Aber muss jeder selber wissen. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, macht Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.